Hallo, ich bin der GameMob und herzlich willkommen zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves. Thieves. Egal. Teil 7 und wir sind immer noch auf dem Zug, der da dahin tuckert. So. Leute, die passiert was, fragen, was passiert, wenn man da runterrollt. Das passiert. Was macht er wohl? Hui, Was zum... Okay, das könnte ein Problem gewesen sein. Was zum... Ups. Also nochmal. Hat er nicht reagiert, als ich gedrückt habe? Ach komm. Nein. Na? Ah, wer hat sich das denn überlegt? Was zum... Ah.
Komm her. Er versteckt sich. Schau ich ihn raus. Da es keine Stamina gibt in dem Spiel, ist mir das eigentlich relativ schnuppe. Moment. Oh, er ist ausgewichen. Oh fuck. Was war jetzt das? Ich konnte nicht steuern. Ich benutze ein Original Gamepad, also daran kannst du schon mal nicht liegen. Wo schießt er eigentlich hin? Du bist tot. Gibt's doch nicht. Ah, ich bleib mal bei der. Na, hier war ein Schatz. Was? Oh Mann! Gut versteckt. Verdammt! Auch eine andere.
Oh, das sieht gut aus. Auf ihn! Jetzt geht's los. Na komm. Ah, fuck. Was war jetzt das? Der hat mich ja nicht mal getroffen. Jetzt geht's los. Na? Oh, toll. Kann man den nicht... Der ging mir jetzt auf Nerven. Aber dafür habe ich hier die AK. Yeah.
Ja, er spielt gerade tatsächlich darauf an, was viele denken. Doch davon ist irgendwo ein Ende. Ausschalten! What? Bin ich eigentlich sicher? Nein. Ah, doch. Hier kann ich in Deckung gehen, tatsächlich. Och nö. Bist du schon wieder? Oh, das wird lustig. Ich warte kurz, bis er nochmal geschossen hat. Na komm. Ich kann hier nicht mal aussteigen.
Man kann nicht aussteigen. Verdammt, fast. Oh. Oh, fuck, wo ist er? Her damit, Mistkerl.
Genau zur rechten Zeit. Bei dir alles klar? Raus aus dem Zug, Nate. Was soll denn das heißen? Weißt du, was ich mitgemacht habe? Ich habe dich nie gebeten, hier den Helden zu spielen. Chloe, komm jetzt. Wir haben keine Zeit. Genau. Also raus aus dem Zug. So schnell du kannst. Und dich lasse ich hier. Du hast dich doch schon entschieden. Was hast du denn erwartet? Ich habe erwartet, dass du mich deckst, Nate. Und das habe ich auch. Wie denn bloß mit den zwei anderen am Hals? Dann viel Glück mit Flynn. Ihr passt zueinander. Ich fasse es echt. Du weißt einfach nie, wann Schluss ist. Was? Kein cooler Spruch? Keine schlaue Antwort? Nein! Das tust du nicht! Halt! Lass ihn laufen! Erlöst ihn von seinem Elend! Was denn ich sag? War aber nicht eigentlich der Zusammenhang zu der Sequenz anders? Gar nicht gut. Ach nee, warte, das passt schon. Nee, warte, das passt. So links rüber. Mit der anderen Kamera ist es sogar noch unübersichtlicher. Ich muss es nochmal vergleichen mit der Anfangssequenz. Für Leute, die sich fragen, diese eine Quicktime-Event, das eine Quicktime-Event mit dem, ja, mit der Viereckstaste, das war so natürlich vom Ding her, dass ich mir gedacht habe, naja. Muss ich jetzt das nochmal machen? Auf jeden Fall, ich müsste das mal echt vergleichen mit der Anfangssequenz, weil ich hab gedacht, der war normal dran gehockt, als der Zug umgekippt ist. Ah nee, stimmt, er hockt sich hin und dann erinnert er sich. Genau so war das. Wäre leichter gewesen. Ach komm! Kleine Pause! Jetzt ging's, ich hab's gleiche gemacht.
Auch nicht mehr, was sie mal waren. Mist! Was kann jetzt noch kommen? Er scheint keinen guten Tag zu haben. Kletter da hoch. Ach Mann, ich hab die Kletterei satt. Kein gutes Zeichen. Oh, ich liebe es, wenn die Kamera so dreht. Ah, er hat es nicht übersprungen. Ich habe schon gedacht, spielen wir jetzt nochmal das Komplette. Guter Spruch wäre gewesen, ich werde Zeit für den Scheiß. Sucht alles ab! Beides gut. Ah, toll. Ich höre deine Stimme von hinten. Nimm die Waffe auf. Los geht's. Ach komm. Ah, die hebe ich mir auf. Ah!
Ah, ich liebe die. Darüber. What the fuck? Ich konnte gerade nicht weglaufen. Ganz toll. Das nervt. Wo setzt der einen da hin? Das war zu weit drüben. Und tschüss, ich bin weg. Kann ich die nicht umgehen? Ich klettere raus oder ich verblute hier. Ja, und dann? Ah, ups. Ah, toll. Das war nicht das, was ich wollte. Was ist das? Warum ist die Steuerung so komisch? Ich weiß, ich habe die Vermutung, dass irgendwas mit dem Gamepad stimmt. So. Ey, da ist ein... Ah, das war nicht das, was ich wollte. Kommt her. Bevorzugt die Pumpgun vor keiner Waffe. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Wo kommen die zwei Leute her? Die habe ich gerade platt gemacht. Oh, das ist nervig. Das heißt, ich muss sie platt machen, sonst. Ach, scheiße. Ah, da liegen nur Teile.
Na gut, ich habe ihn noch erwischt, als er mich abgeschossen hat. Ja, toll. Jetzt macht es. Jetzt, wo es nicht machen soll, macht es. Ah, toll. Okay, muss weg. Und ich denke jetzt schon. Da war hier irgendwo noch einer. Nö. Doch, da. Entweder stehe ich mich blöd an oder die Steuerung spackt gerade. Oh nein, ich meine das jetzt wirklich, weil ich hatte ja während des ganzen Spiels keine großen Probleme mit der... Ach komm, was... Wie konnte der das überleben? Warum wirft er, wenn ich die L2-Taste nicht drücke, auch eine Granate? Ah, ein Problem, wenn zu viele Waffen rumliegen. Ich habe da keine Zeit zum Spielen. Die Mechanik ist toll, aber nicht ganz perfekt. Naja. Was macht ihr jetzt? Warum humpelt ihr so? Na, mach schon. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Wehe, wenn da nochmal welche kommen. Verdammt, ist das kalt. Ah.
Mima, kala saja top sam chitte. Schiffer zahlagio, kong unze topper. Wo bin ich hier? Kadiche, kira gyurumbu lega di chai omare. Okay. Kira mashi baso de chambore. Wie lange war ich weg? Ja, Tung, Tung. Danke. Nein, das reicht. Kann er trocken, kann er tue gut, Esha. Ja, lang tut's er rebe. Tut mir leid, ich verstehe nicht. Was? Ja, lang. Danke. Ja, kann er debo ihn be. Ja, sure. Schäfer kann gut, Esha. Schau, ko keranim de keje she gudesha. Verdammt, wo bin ich? Schau, nyenyam de schau. Ich schätze, ich soll ihm folgen. Das ist eine coole Wendung. Versteht mich hier jemand? Die Himbe! Kapiert, dir nach. Geh auf. Verzeihung. Ich lang nie Schingalang la Lando. Was? Also, ich fand die Folge Action-Sequenz irgendwie krampfig, aber ich weiß nicht warum. Und der schwebt. Der Hahn. Na gut. Der, Sula Yusho. Hier, holt ihn euch. Du den Che. Schieß zurück. Los, schieß ihn zurück. Schießen. Schieß. Konda. Younger Chingaman. Nansu, çoğu ni teşa. Tom de gördü budu. Çangbo şeda ayı. Oh, ja, jetzt ganz schön runter. Euch zwei aber. Was zum Trafikbug an der Treppe? Und ich dachte, es kann nicht noch schlimmer werden. Nate! Oh Gott sei Dank, du lebst! Tut mir leid, ich... Schon okay. Elena, hast du eine Ahnung, was hier vor sich geht? Wie lange bin ich schon hier? Nur ein paar Tage. Ich bin der Spur zum Wrack gefolgt. Was ist denn eigentlich passiert? Du hattest recht mit Chloe. Anscheinend wollte sie gar nicht gerettet werden. Hat sie das getan? Nein, das habe ich Flynn zu verdanken. Schäfer gut, Esha. Ja, nie Gott sei Song. Komm, du wirst schon sehnsüchtig erwartet. Ah, unser mysteriöser Gast ist wach. Nate, das ist Karl Schäfer. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Gut. Bitte, hier. Es sieht aus, als hätten wir vieles gemeinsam, Mr. Drake. Ach, tatsächlich? Ja.
Vor etwa 70 Jahren kam ich hierher, genau wie Sie, ins Dorf getragen, halbtot. Der letzte Überlebende meiner Gruppe. Ich führte eine Expedition nach Tibet, um den Eingang nach Shambhala zu finden. Was sie wirklich wollten, war der Chintamani-Stein. Also, mein Freund, wo haben Sie das gefunden? Borneo, wieso? Das ist der Schlüssel nach Shambhala. Das ist genau das Objekt, das Ihr Gegner so dringend braucht, selbst wenn er es noch gar nicht weiß. Ich glaube, er weiß es. Hey, danke für alles, was Sie für mich getan haben. Vielen Dank. Aber ich bin raus aus der Sache. Die haben Sie also besiegt. Die Suche ist vorbei? Ja, genau. Was, wenn sie gerade erst anfängt? Was soll denn das Ganze? Glauben Sie mir, die Wunden heilen. Sie haben Glück, dass Sie noch leben. Ja, immer sagen mir alle, wie viel Glück ich doch habe. Dabei geht einfach alles, was ich anfasse, schief. Nate. Nein, Elena, mir reicht's. Schluss jetzt, ich spiele nicht mehr den Helden. Ihr Gegner wird nicht so einfach aufgeben. Erst dann, wenn das, was er haben will, in seinem Besitz ist. Ach ja? Schön, alle Macht für ihn. Die Macht ist genau das Problem. Einige der schlimmsten Herrscher der Geschichte besaßen jeweils nur ein Fragment des Chintamani-Steins. Männer wie Tamerlan und Chinggis Khan. Wenn schon ein Splitter so viel Macht verleihen konnte, was wird dann aus dem Mann, der den ganzen Stein besitzt? Das ist Blödsinn. Hinter ihm muss er her sein, Nate. Dann ist Lazarevich wirklich ein Spinner. Er jagt einen Mythos. Und wenn nicht? Ach, Elena, komm. Was ist, wenn er recht hat? Du weißt, wozu er fähig ist. Ich verstehe Ihre Zweifel. Sie wollen Beweise. Sie wollen sich selbst davon überzeugen. Tenzin, Ting Sanen, Pala Tingong Rei. Finden Sie die Reste meiner Expedition und Sie haben Ihren Beweis. Tenzin führt Sie hin. Sho. Nyenyam de Sho. Karecha-san. Na, das kann ja heiter werden. Komm bitte heil wieder. Verstehst du eigentlich irgendwas von dem, was ich sage? Sieht einladend aus. Was steht da? Du darfst ihn denken. Jetzt, wo du sagst. Du. Tesson. Pantomime liegt mir nicht. Guck mal. Schon mehr. Warte. Tenzin. Wozu brauchst du das? Ich weiß, wofür er das braucht. Wahrscheinlich die Geste deute ich mal für Bäre oder Bären oder sowas. Wahrscheinlich irgendein Wildtier, was sie angreifen wird. Aber damit beende ich den Teil, der mir wirklich sehr gefallen hat. Ich muss sagen, diese Schusssequenz fand ich extrem krampfig. Ich weiß auch nicht warum. Es waren auch nicht, da war nicht die Art der Gegend, sondern einfach. Na gut, es kann sein, dass die Steuerung ein bisschen anders war, weil er ja verletzt ist und dass sich, weil er war ein bisschen träge, ein bisschen sehr träge teilweise, aber teilweise hat er sich nochmal bewegt, ein bisschen konfus. Naja, aber die Zwischensequenz war jetzt sehr cool. Ja. Und tschüss.